Hallo zusammen. Heute haben wir das Update Oktober 21. Was haben wir in der Schweizer Bastelbude gemacht? Wir haben den 70er Dodge Charger fertig gemacht. Leider in Off-Kamera, weil wir den zügig bauen müssen, haben die erst so nicht. Weil es ein Geburi-Geschenk ist. Wir sind gerade noch dran mit dem LRDG Command Car. Das ist ja der hier. Der sieht jetzt so aus. Ich werde den nachher noch fotografieren und einfügen, dass man es besser sieht. Wir sind am Diorama Tunis 1943. Genannt habe ich das auf Patrouille. Werdet ihr das Bild jetzt sehen. Das wird zusammengebaut mit dem SAS Jeep und dem LRDG Command Car Fahrzeug sowie sechs Figuren. Die sechste Figur ist dann ein Kamel. Wir haben einen zwei Panzerkampfwagen, sechs Tiger I haben wir gebaut. Da zeige ich einen davon, beziehungsweise alle beide. Die werde ich dann auch noch einfügen. Das ist der erste. Dann können Sie am Kastennummer auch Nummer 1 oder auch nicht. Werde ich aber noch Bilder zufügen. Und den zweiten Tiger I Panzer. Diesen werden wir auch in Szene setzen. Davon sind auch vier Figuren. Die sind zusammengebaut und bemalt. Es fehlt noch eine, weil es sind ja Standardbesatzung, sind ja fünf Mann auf dem Tiger I bzw. Kampfwagen 6. So, das zu dem, was wir diesen Monat gemacht haben. Ja, was haben wir neu gemacht oder neu bestellt? Neuanschaffungen diesen Monat waren es nicht wirklich viel. Wir haben Schablone für deutsche Turmnummern organisiert im Foto-Teile-Qualität. Dann haben wir PE-Teile, deutsche Rangabzeichen. Auch Foto-Aids-Teile sowie Munitionsgurte Kaliber 30 und Kaliber 50. Auch PE-Teile, also Foto-Aids-Teile von Eduard jeweils. Wir haben uns organisiert für die Panzerkampfwagen, Kampfpanzerwagen 6 für den Tiger I, Decals von der schwere Panzerabteilung 101. Ja, Maskierfolien für die Laufrolle für Panzer I, auch von Eduard. Dann haben wir uns ein Big Ads Teil organisiert für Tiger I, mittlere Produktion für den Tamiya Panzer. Das kommen wir jetzt dazu. Wir haben den Michael Wittmann in seiner berühmten Position als Resin, Resinfigur. Da möchte ich ein schönes Diorama machen mit seinem Panzer. Dann haben wir hier noch für unser Diorama-Projekt Somewhere in Europe 1944.
da ist es mir wichtig, dieser Wagen und die Figuren drauf, wird eher zum Ausschlachten gedacht, der Bausatz, weil zivile Figuren schwer zu bekommen sind, beziehungsweise nicht in den Positionen, wie ich es eigentlich gern haben würde, und neue Figuren machen und umändern, sehr zeitaufwendig sind. So, ich bin gerade auf dem Tiger-Trip. Tiger 1 von Italeri-Bausatz. Den habe ich schon gebaut, den haben wir gerade vorher gesehen. Das war der erste Panzer, wo ich gebaut habe, vom Tiger. Der Bausatz ist klasse, der ist super. Deswegen habe ich mir den nochmal organisiert, für kleines Geld. So, jetzt kommen wir hier zum Tiger 1 in mittlere Produktion vom Hause Tamiya. Dafür haben wir den Foto-Edge-Teilsatz besorgt. Wie gesagt, ich bin gerade absolut auf dem Tiger-Trip, wie man das sieht. Und da habe ich noch einen Tiger 1, auch vom Hause Tamiya, Ausführung E, beziehungsweise die späte Version des Tiger 1. Ich denke, dass ich diese mittlere Produktion benutzen werde für den Wittmann-Panzer. Und ja, und ich denke, dass man da ein schönes Diorama bauen. Ich bin da absolut gerade auf diesem Tiger-Trip. Warum, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Viel Dokumentation gesehen. Ja, Panzerasse. Panzerasse Wittmann. Des Zweiten Weltkriegs. Ja, ich habe mir organisiert einen Tiger 2. Ausführung B. Von Das Werk, da bin ich eigentlich ja, sehr gespannt. Das Werk, da wird viel gesprochen und viel gesagt, was gemacht wird, Qualitativität und so weiter und so fort. Soll auch recht gut sein, kann ich jetzt noch nichts drüber sagen. Ich habe noch von Das Werk, das ist mein erster Bausatz von Das Werk, habe ich mich inspirieren lassen im Internet, wie es halt so ist. Man guckt und schaut und tut. Und wieder von Hause Tamiya auch ein Tiger 2 Ardenner Front. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie der kommt. Panzerasse haben wir gerade gehabt, Jürgen Knispel. Leider gestorben am Tag, wo er Feldwebel geworden ist. Auf seinem Tiger 2 Normandie. So wie ich das jetzt recherchieren können habe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, das zu dem Thema. Projekte, wir werden die laufenden Projekte fertig machen, definitiv. Wie gesagt, habe die Patrouille gerade mit dem LRDG Command Car. Und ja, ich denke, ich habe da mal so im Hinterkopf, Tiger im Schlamm. Otto Karius geschrieben, einer der Panzerasse, wo er überlebt hat im Zweiten Weltkrieg, später Apotheker geworden ist. Und seine Apotheke hieß dann Tiger-Apotheke. Und das Schöne an der Geschichte ist einfach daran, der hat das Buch geschrieben, Tiger im Schlamm. Horrende Preise. Ich habe mal schon geschaut, ob ich mir das Buch organisieren kann, aber horrende Preise. Das bin ich nicht bereit zu bezahlen. Gut, das sind die nächsten Projekte, oder? Es kann auch sein, dass ich eine 8-8-Stellung mache, eine 8,8 Flak, beziehungsweise hier als Panzerabwehrkanone, in der Pause. Denke ich mir. Keine Ahnung, weiß ich nicht, es kommt auf die Tagesform von mir an. Ich habe so viele Projekte im Kopf und so viele Sachen im Kopf, dass ich mir sagen muss, wir schauen mal. Aber
Was mich interessieren tut, gerade aktuell, ist der Tiger im Schlamm. Gut. YouTube-Kanal, auch ein Thema. Wir haben jetzt aktuell 4 Videos mit mehr als 200 Views. Wir bewegen uns auch langsam auf die 300 zu mit dem ein oder anderen Video, wo aktuell auch noch geschaut wird. Das finde ich schön. Das finde ich super. Und wir haben jetzt 85 Abonnenten. Allein 8 letzten Monat. Auch schön. Freut mich super. Und wie gesagt, Ziel sind es die 100 Abonnenten bis Ende des Jahres, also Dezember 2021. Und da wollen wir uns was Spezielles einfallen lassen, die ist doch nicht. Und wie gesagt, ich danke euch fürs Schauen. Abonniert den Kanal. Bleibt gesund. Kluan, Schweizer Bastelbude. Esther und Thomas.